Die pure Wahrheit in 7 Minuten. Das Problem ist, wir glauben mit unseren komischen Pseudowahlen, diese Lachnummer, die alle 4 Jahre stattfindet, dass wir tatsächlich neue Politiker wählen. Und wer das nicht mag, der kriegt noch an den Kopf geschmissen nach dem Motto, wie kannst du dich denn aufregen, du hast ja nicht mal gewählt. Ja, wen denn? Ich wähle doch nur Leute, die auf meine Kosten Karriere machen können und letztendlich trotzdem ganz andere Interessen vertreten. Facts. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns mal wieder ein Video rein von Andreas Pop. Die pure Wahrheit in 7 Minuten. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Andreas Pop, schöne Grüße gehen raus. Alle Leute, die das Interview von uns beiden noch nicht gesehen haben, das verlinke ich mal oben als ersten Link in der Beschreibung. Gerne mal raufgehen, ein Däumchen nach oben dalassen und euch das spannende Gespräch reinziehen. Guter Mann auf jeden Fall. Wir gehen rein, Freunde. Habe ich schon gesagt, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ab geht der Peter, let's go. Ich möchte noch mal wieder die Ernsthaftigkeit reinbringen und nicht im Detail. Einer im Chat schreibt gerade, Andreas Pop ist doch ein Nazi, oder? Das ist so krass, wie in der deutschen Öffentlichkeitswelt, Social-Media-Welt, Kommentare, Leute, die Content machen und so, mit diesem Begriff Nazi einfach so rumgeschmissen wird, wenn jemand eine andere Meinung hat. So. Ich finde es so faszinierend, dass die Leute das wirklich auch mitmachen, so, weißt du? Das Einzige, was ihr damit tut, ist, die Ernsthaftigkeit von echten Nazis wegzunehmen, indem ihr random Leute, die eine andere Meinung haben, die ein bisschen anders ist als deine, als Nazis bezeichnet. So. Laut deiner Meinung bin ich auch ein Nazi. So. Laut deiner bin ich auch wahrscheinlich ein Nazi. So. Als dunkelhäutiger, halb Afroamerikaner, halb Deutscher. So. Also das ist einfach nur noch peinlich teilweise, sag ich dir ehrlich. Er schreibt jetzt, habe ich vom Mainstream... Ja, das ist ja die traurige Geschichte so. Jeder, der ein bisschen andere Meinung hat heutzutage in Deutschland, ist ein Nazi. Weil das die endgültige Keule ist für alle Deutschen so. Wenn du ein Nazi bist, dann bist du raus, Bro. Und das ist die so, wenn du nur irgendwas kritisch hinterfragst, gegen die Maßnahmen, gegen die Corona-Maßnahmen irgendwas sagst, kritisch gegenüber der Impfung bist, Nazi. Wenn du sagst, ey, LGBTQ-Thema in Kindergärten und so, weiß ich nicht, Nazi. Wenn du sagst, keine Ahnung, Alter, Hintergründe Russland-Ukraine-Konflikt, weiß ich nicht genau, ob das so ist, wie es uns... Nazi. Wenn du sagst, ey, keine Ahnung, also bei diesen ganzen Themen, Nazi. Stupid as fuck, bro. Vergehen. Wir werden zum Beispiel in bestimmten Sendern immer wieder an unsere dunkle Vergangenheit erinnert und das permanent und das gebetsmühlenartig und ich glaube, die meisten können es einfach kaum noch ertragen. Das ist genau so ein Thema so, dass der Deutsche immer wieder reduziert wird auf diese einen, auf diesen einen Teil der Geschichte so. Du, in eurem Land war Hitler präsent, deswegen müsst ihr euer Leben lang jetzt dafür immer wieder auf die Sache reduziert werden. Und das ist ein Tool meiner Meinung nach, was genutzt dafür wird, um den Deutschen unten zu halten. Aber eins ist doch ganz definitiv. Wenn die Leute zum Beispiel zu mir sagen, willst du die Deutschen reinwaschen, dann sage ich nein, aber ich will den Dreck ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Auch. Auch in meinem Geschichtsverständnis schneiden die Deutschen in vielen Fällen nicht besonders gut ab. Zum Beispiel zur Zeit. Ich weiß nicht, wer in 70 Jahren fragen wird, habt ihr nichts davon gewusst? Ich weiß nicht, wie wir dann antworten sollen. Wir haben es gewusst. Wo ist der Unterschied der Propaganda von heute gegenüber damals? Wir wissen. Wir wissen, dass die Amerikaner mit ihren deutschen Vasallen in einem Krieg sich befinden, wo unsere Bürger ums Leben kommen, wir deren Menschen dort abschlachten. Vielleicht mal eine kurze militärische Statistik. Im Ersten Weltkrieg waren die sogenannten Kollateralschaden, das heißt die Zivilpersonen, die ums Leben kamen, unter 10%. Im Zweiten Weltkrieg waren es 40. Zurzeit im Irak und Afghanistan sind es 90% Zivilbevölkerung. Soweit zur chirurgischen Kriegsführung. Das ist nämlich die Realität. Und keiner kann sagen, er hat es nicht gewusst. Wir wissen es alle. Wir wissen, dass Herr Bush, Herr Blair uns gnadenlos belogen haben, sie dort sind und Menschen ermorden. Und das ist ein Angriffskrieg. Das können wir doch nicht mehr schönreden. Facts. Problem. Facts. Genauso wie wir jetzt gerade wissen, was Israel und seine Verbündeten mit Palästina machen, Digga. Free Palästina an der Stelle.
Das Problem ist, wir glauben mit unseren komischen Pseudowahlen, diese Lachnummer, die alle 4 Jahre stattfindet, dass wir tatsächlich neue Politiker wählen. Und wer das nicht mag, der kriegt noch einen Kopf geschmissen nach dem Motto, wie kannst du dich denn aufregen, du hast ja nicht mal gewählt. Ja, wen denn? Ich wähle doch nur Leute, die auf meine Kosten Karriere machen können und letztendlich trotzdem ganz andere Interessen vertreten. Auch das ist die Realität. Eins ist Fakt, wenn die Schnauze vom... Ist so. Volk voll haben. Und da liegt das Hauptproblem. Ich glaube, die Politik hat die Schnauze von uns voll. Und wenn sie die Schnauze voll hat vom Volk, dann macht sie sich ein neues. Und dafür hat man Medien. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Da wird im letzten Jahr wird die Bevölkerung gefragt, es kommt ein bestimmtes Ergebnis. Und ein Jahr später wird die Bevölkerung mit derselben Frage konfrontiert, es kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Man hat sich einfach ein neues Volk gemacht. Wenn wir langsam... Das ist krass ausgedrückt und es läuft genau so, wie er sagt. Du musst nur einen Großteil der Massen in eine gewisse Richtung beeinflussen, dann ziehen die anderen sowieso automatisch mit, weil die Menschen heutzutage mehr denn je Angst haben vor sozialer Ausgrenzung und dann passen sie sich von der Meinung her lieber an und gehören dazu, anstatt ein außenstehender Außenseiter zu sein, der seine eigene Meinung hat. So. Und wenn du nur in genug Filmen, in genug Nachrichten, in genug Musik und in genug... was auch immer eine gewisse Message mit rübergibst, so, dann wird sich das automatisch mit der Zeit auch in der Bevölkerung als Common Sense manifestieren, so, als, keine Ahnung, wie das deutsche Wort ist, aber dann wird das einfach übergehen in die Leute. Und wenn Leute wirklich denken, dass die Medien Nachrichten nicht dafür da sind, dass Menschen sich danach richten, sondern uns zu informieren, dann seid ihr einfach noch nicht wach genug, weil das ist genau das Tool, was die dafür nutzen, um uns in eine gewisse Richtung zu steuern und zu lenken und zu beeinflussen. So. Weißt du? Das ist keine Verschwörungstheorie, Bruder. Das Wort selber sagt es schon. Es sind einfach Fakten. Stehen. Ich muss langsam ausholen nochmal. Es ist mir jetzt sehr wichtig. Wenn wir langsam verstehen, dass es an uns liegt, es gibt nicht die Täter und die Opfer, es gibt eine Danistokratie und wir sind alle Danistokraten, wir gehören alle mit dazu. Wissen Sie, warum bei uns die Nahrungsmittel im Verhältnis noch so billig sind? Ich sage nicht Lebensmittel, ich sage eigentlich Nahrungsmittel, um das Wort Füllstoff zu vermeiden. Wir haben, wissen Sie, eins ist entscheidend, satt geht nicht auf die Straße. Das ist der einzige Grund. Satte Menschen gehen nicht auf die Straße. Und jeder Hartz-IV-Empfänger kann sich vollstopfen mit Burgern bis Anschlag und jeden Tag auf seinen TV-Flachbildschirm gucken. Das sieht ihm das Gesetz zu. Hier liegt eine Ursache der eigentlichen Problematik. Wir haben heute den Weltvegetariertag. Ich möchte daran kurz erinnern. Viele wissen, dass ich Vegetarier bin. Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus moralischen Gründen. Stark, Junge, stark, Andreas. Da haben wir einiges gemeinsam, mein Jutster. Weil wir, denken wir alleine an die Ernährung der Tiere und alleine an der Gehante überhaupt mit den Tieren. Die werden vollgestopft mit Hormonen, übrigens auch mit Beruhigungsmitteln. Die werden vollgestopft, die werden behandelt wie Scheiße. Die werden so behandelt, als ob die weniger wert sind als Menschen. Und das ist das, was wir Menschen mittlerweile tun. Wir denken, wir stehen über der Natur, wir stehen über den Tieren, wir stehen über dem oder das so. Und checken einfach nicht, dass wir alle zusammengehören. Und dass wir uns alle am besten in die Natur einordnen und miteinander stattfinden. Anstatt, ja, der Mensch ist halt einfach, wie soll man sagen? Wie sagt man? Er ist versaut worden. So. Früher war der Mensch nicht so. Wir sind so geworden mit der Zeit. Und da hat auch ein gewisser Plan dahinter gesteckt, meiner Meinung nach so. Und da müssen wir wieder rauskommen. Wir sind teuflische Wesen geworden als Menschen, im Großteil. Und wir müssen wieder zum Göttlichen finden, damit das Leben und die Welt wieder richtig funktioniert. Ein Mittel, um uns nicht auf die Straße zu ziehen. Überlegen Sie, was Sie da in sich hineinstopfen. So, das nächste sind weitere Drogen. Das Fernsehen, die Pornografie. Wir finden es... Geiler Typ, Digga, ich schwör's dir. Bester Mann, ja? Normal, dass um 0 Uhr, ich glaube nicht, dass man mich als Prüde bezeichnen kann, aber das geht nicht darum. Es geht darum, dass wir nachts um 1 Uhr im Fernsehen haben, bei RTL, eine 60-jährige Frau, die sich da nackt einen runterholt. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Ja, Bro, lass raus jetzt alles, Digga. Und sag, mach mich an, mach mich geil, ruf mich an, 0190. Solange das nicht unterbindet, dieser Wahnsinn, der hier abläuft, werden wir nichts verändern. Und wir haben es... Ich schwör's dir, Digga, der spricht mir aus der Seele. Ohne Scheiß, Bro. Ist schon ein bisschen älter, das Video, aber deswegen rede ich ja auch immer über diese ganze... Das ist normalisiert in unserer Gesellschaft. Es ist aber nicht normal, Mann. Das wird genutzt dafür, um uns zu kontrollieren.
damit wir schön in unseren niedrigen Schwingungen unterwegs sind und uns jeden Tag fünfmal einen runterholen auf irgendwelche Onlyfans-Bitches, die ihren Körper verkaufen für Geld. Bruder, das ist normal geworden in unserer Gesellschaft. Wir sollen das akzeptieren, wir sollen alle sagen, ja, Digga, hey, das ist Ding, Liberation, Sexual Liberation, hey, jeder soll tun, was er möchte und so. Nee, das ist genau das Teuflische, was ich vorhin angesprochen habe. Selbst in der Hand, dieses Ding einfach auszulassen. Fangen Sie an und schmeißen Sie den Fernseher auf die Straße. Lassen Sie sich abends von... Oh, Entschuldigung. Lassen Sie sich abends von Jan Hofer nicht die nachgerichteten Informationen, deshalb heißt es Nachrichten, weil etwas nachgerichtet wird. Lassen Sie ihn... Ah, er sagt, weil es nachgerichtet wird. Ich sag, es heißt Nachrichten, damit Menschen sich danach richten. Meint er dasselbe? Oder meint er, dass es nachgerichtet... Doch, der meint dasselbe, glaube ich, oder? Outs, verwirrt, na Mann. Dinge nicht vorlesen, weil es einfach falsch ist. Das Gegenteil ist vermutlich richtig. Wir wissen, ich frage mich freie Informationen. Ich habe noch nicht einen einzigen Taliban-Führer auf Afghanistan im Fernsehen gesehen, der interviewt wurde. Und true. In seiner Sprache deutlich mit Untertiteln in Deutsch. Warum? So. Wo sind die Palästinenser gerade in unserem Fernsehen, die mal interviewt werden, wo mal reingefragt wird, wie die Situation aktuell ist so? Wo sind die bei Markus Lanz, Digga? Die auch eine andere Meinung haben, als die er vertritt oder die Nachrichten oder die Medien uns eintrichtern wollen so? Wird nicht präsentiert. Warum nicht? Weil die wollen, dass wir nur eine Seite der Medaille sehen. Wird er nicht gefragt? Könnte es sein, dass er Informationen hat, die wir gar nicht hören sollen? Das ist eine riesen ernst gemeinte Frage. Boom. Abstauber sagt gerade, der Begriff Verschwörungstheorie wurde von der CIA nach 9/11 erfunden. Das stimmt nicht ganz. Der Begriff Verschwörungstheorie wurde auch vorher schon verwendet und den gibt es auch schon länger, aber im Zusammenhang mit 9/11 wurde er Mainstream bzw. geprägt, stärker geprägt. So. Was hat das mit freiem Journalismus zu tun? An dieser Stelle möchte ich Christoph Hörstel kurz grüßen, weil der ganz wichtig ist und ein... Hörstel, Digga, den haben wir uns auch schon mal reingezogen. ...der Vorreiter, der sich nämlich für diese Gerechtigkeit einsetzt. Ich vor... Zusammenhang mit Kennedy zum Beispiel, ja, genau. Zusammenhang mit Kennedy auch, ja. Uns, Sie, uns alle auf. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von diesen Drogen, TV, Kaffee, Tee, Drogen in jeglicher Form, die wir zunehmen in allerlei Formen, wenn wir... Ist so. Und so wenn du ein bewussterer Mensch wirst, was mir in den letzten Jahren automatisch passiert ist, so, dann fängst du an, diese Dinge zu hinterfragen. Und dann, keine, ich bin automatisch so geworden, dass ich versuche, also ich habe das Gefühl, ich muss mich von ein paar Dingen einfach trennen, so, die mir als Mensch nicht gut tun. Pornos ist einer der größten Dinge, die uns Männer kaputt machen, so. Die machen uns kaputt, psychisch, körperlich, unser Leben, das kann unser Leben zerstören, wenn wir regelmäßig uns Pornos reinziehen, das schwöre ich dir. Und es geht aber so weit mittlerweile bei mir, dass ich auch keine Netflix-Serien mehr reinziehe oder irgendwelche Filme, unnötigen. Alles, was dich aus der echten Welt rausholt, alles, was dich aus der Realität rausholt und dir mit irgendeiner Fake-Realität irgendwas vermittelt oder in dir irgendein Gefühl auslöst oder so, macht dich am Ende des Tages, trennt dich von der Realität mehr. Trennt dich von dir selbst, trennt dich von Gott, trennt dich von allem, was du eigentlich für Potenzial hast, möglich zu machen. Es trennt dich einfach so. Deswegen, wir müssen gegen diese Dinge, die heutzutage normal sind, wir müssen dagegen arbeiten. Wir müssen spirituell diszipliniert sein. Wenn wir wirklich die Connection mit unserem höheren Selbst erreichen wollen, wenn wir wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, müssen wir uns verändern und dann müssen wir disziplinierter werden wieder. Wir sind mittlerweile eine Generation, eine Gesellschaft geworden. Du kannst dich nicht mehr an den anderen Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, orientieren. Das ist der größte Fehler, den du heutzutage machen kannst, ist dich an dem Normalo zu orientieren. Weil der Normalo ist so tief programmiert und macht so viele Dinge, die ihm eigentlich nicht gut tun. Die tun ihm im Gegenteil. Es verletzt ihn eigentlich, was er tut jeden Tag so. Daran können wir uns nicht mehr orientieren. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Das ist der einzige Weg. Anfangen, uns wieder gesund zu ernähren. Tatsächlich wieder mit Gemüse. Tatsächlich wieder mit vernünftigen Eiweißen. Und wieder darauf achten, was wir alleine zu uns nehmen. Ich glaube, dann wird auch das Gehirn mal wieder freigepustet, dass wir schlicht und ergreifend wieder denken. So, pustet in, Bro. Können. Das ist entscheidend. Danke. So.
Stark, Junge. Ganz starke Geschichte hier gerade. Viele Dinge angesprochen, die ich gut finde oder die ich fühle, sag ich mal. Zwei sehr starke Videos heute, muss ich sagen, Freunde. Danke euch. Danke euch. Genau. Bester Mann, Digga. Einfach mal aufstehen ganz kurz. Was geht hier noch? Hey, wie gesagt, Alter, checkt doch das Gespräch ab mit mir und Andreas Popp. Also immer wieder merke ich, der Jutster hat immer gute Sachen zu erzählen. Und deswegen, ja Mann, Alter, checkt das auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, schreibt eure Gedanken gerne dazu auch unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi, peace out.